Quarks. Es wird ja von Aeolien. Niemand hat Zutritt zum südlichen Dschungel, bis wir mehr über diese Pest okay, wissen. Okay, kann nicht hier durch wegen der Pest, okay. Gehen wir anders hin. Aber Mann, dann hätte ich die ganzen Gegenstände vorhin gar nicht verkaufen müssen. Dann hätte ich. Mann, dann wäre das Ding. Dann wäre mein Ice Golem, mein Freeze schon größer gewesen. Und die Bogenschütze ist so doof. So doof. Wir gehen mal runter und dann fährt sie halt alleine rüber. Wo bin ich hier? Achso, das ist hier. Also teleporten wir uns mal wieder. Wohin? Westen? Okay, Westen. Im Westen nichts Neues. So, hust, 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 hust. Sind wir wieder hier? Denen schon? Ach, scheiß drauf. Wes? Ach so, das ist der Eisgolem, der schießt. So, alles aufsammeln, damit unser kleines Schoßtier aber gleich was zu fressen hat. Mom, mom, mom. Mir scheint, seid ihr jetzt frei. Ich suche den Elbenschrein. Ist der wirkt? Ist das der Weg dorthin? Was? Warum wollt ihr Xerias Halsgnädig? Ja, okay. Ja, der schreit. So ein bisschen kotzt mich gerade diese Konversation an. Mann, das ist sowas von genial. So, jetzt können uns auch diese Viecher wahrscheinlich nichts mehr anhaben. Alles tot. Alles tot wie Toastbrot. Wow, Toastbrot. Gold. Kann man die Tiere auch mit Geld füttern? Das wäre auch lustig. Heck! Boah, das packe ich nicht, das packe ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass ich das packe. Okay, ich pack's doch. Oh. Vorschlaghammer. Hermanatank, das da. Das da. Adlerkrallen. Also ich finde, der kann ruhig mal wieder sterben, weil. Kann ja nicht angehen, dass der. Boah. Ey, cool, das bringt ihm viel. Naja, das ist schon ziemlich weit. Ein Drittel würde ich jetzt einfach mal grob schätzen. So, tot. Falls mir irgendwer was genauer zu meinem Haustür erklären kann, das wäre wirklich nett. Hey, meine Dryade-Dingens ist tot. Ach so, weil er so ein fetter Krieger ist. Gut. Nehmen wir erstmal den Vorschlaghammer etc. Dann rüsten wir ihn erstmal wieder hoch.
Inventar bei mir. Boah, ich brauche die ganzen Mana-Tränke gar nicht. Nimm du mal ein paar Mana-Tränke oder. Diese Mana-Tränke zu mampfen. Nom 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 nom. Ich werde alle mal einen Heiltrank nehmen. Sieben bis 17. Arme Mana, boah. Das ist wie so ein kleines süßes Tamagotchi. Hier geht's runter in eine Tür. Naja, Aufgabe, die Pest erhalten. Hey, die Viecher werden langsam wieder ein bisschen stärker. Das Zeug ist tot. Boah, der leuchtet richtig. Hey, Bogenschützin. Komm her. Öffne mal die Tür dort. Cool. Steingeschnitzte Handschuhe. Das klingt interessant. Plus 4 bis 4 neben. Aha, ich hatte die Handschuhe schon. Plus 8, plus 5. Was macht die? Rüstung, Intelligenz, Stärke und Gesundheit. Atommagie-Schaden, Mana-Regeneration, resistent gegen Blitze. Was macht, wenn ich die Rüstung ihr gebe? Die Rüstung ihr gebe. So. Was gibt es für einen Zusatzbonus? Außer. Plus 5 Resistenz gegen Blitze. Okay. 20 Gesundheit, plus 1 Geschicklichkeit, das kann. Fernkampf braucht man dafür. Shit. Naja. Dann kriegt es eher halt zum Mampfen. Und das hier habe ich bessere Handschuhe. Kein Stück, deswegen kriege ich die. Fernkampf erforderlich. Ficken. Mampf. Mampf. So, und weiter geht's. Ja, so ein bisschen Gold will ich jetzt nicht wieder zu klatschen. Sag mir bitte, wer wo die Aufheben-Taste ist. Das wird so vieles erleichtern. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich mache hier jetzt erst auch einmal Schluss. Ich muss mich nämlich noch fertig machen. Ich gehe nämlich heute wohin. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Oder wie auch immer.